So, und damit wieder einmal herzlich willkommen zurück zu Ginevra. Ja, und offensichtlich sollen wir mit diesem Elten sprechen. Ihr da, seid ihr dieser Elten? Matt? Oder hört, mein Name lautet Delten. Achso, ja, ist doch fast dasselbe. Dämliche Dämonen, wie könnt ihr es wagen? Nun, wie auch immer. Aber, Delten, das bin ich. Ich bin der Runenmeister der Jelarischen Magier. Und auch wenn ich die Entscheidung von Isaac euch bezüglich nicht gutheißen kann, muss ich mich ihnen wohl oder übel beugen. Wie dem auch sei, ist es sein Wunsch, dass ich euch in der Kunst der magischen Runen unterweise. Richtet euren Blick nach oben. Was sind das für Dinger? Das sind sogenannte Runenkristalle. Ihr habt das Privileg, dass ihr einen dieser drei Kristalle aktivieren dürft. An der Wand dahinter befindet sich eine starke magische Rune. Diese Runen haben die Kraft, eure Mächte zu verstärken, weit über das Kastell hinaus. Je nach Art der Rune wird eure Zauberkraft erhöht oder eben eure Abwehrfähigkeiten. Dies bleibt rein eure Entscheidung. Eure Aufgabe durch mich ist es, dass ihr eine dieser drei Runen aktiviert. Die Entscheidung obliegt ganz euch, wie ihr eure Kräfte erhöhen oder verstärken wollt. Dieses Privileg ist normalerweise nur mächtigen Magiern der Jelarischen Armee vorenthalten. Fühlt euch also geehrt und verschwendet diese mächtige Kraft nicht Dämonen. Solltet ihr mit eurer Entscheidung unzufrieden sein, könnt ihr auch eine andere Rune jederzeit aktivieren. Das ist cool. Stehe. Ich habe nichts Neues zu melden. Rune der Zaubermacht. Erhöht die Intelligenz und Herrschaft um 10%. Stellt man zusätzlich 2 TP wieder her. Nee, erstmal nicht. Rune der Zaubermacht erhöht die maximalen HP und die Abwehr um 10%. Erhöht die Reck durch Dämm-Energien um 100%. Das ist sich bisher am besten an, ehrlich gesagt, aber ich will noch vollständig jetzt mal gucken, was das andere ist. Der Gebrechlichkeit erhöht die Agilität und Verderbnis um 10% erhalten, die Programm von 2%. Blablabla. Nö. Ich nehme das in die Mitte, die goldene Mitte. Jawohl, ja. Klasse. Im Moment, wenn ich das hier so anspreche, was passiert dann? Ja, gut, das weiß ich ja schon. Warte mal, erhöht die maximale HP und die Abwehr um 10% und erhöht direkt durch Teufelswiff-Energie um 100%. Okay. Na gut, aber das wurde gerade aktiviert. Wie kann ich das jetzt etwa dann auch nochmal? Ah, ne, nur ein auf. Ah, okay, ich verstehe. Okay, ich habe das Prinzip verstanden. Ja, das hört sich wirklich am besten an. Aber warum steht dann da jetzt Reck durch Dämmenergie und danach dann, wenn man das aktiviert hat, warum steht dann Reck durch Teufelsenergie? Das ist auch ein bisschen komisch. Na gut, auf jeden Fall habe ich das jetzt aktiviert. Und was jetzt? Sehr schön, dass ihr eine der Runen aktiviert habt. Diese sollte euch in eurem weiteren Vorgehen sicherlich auch unterstützen können. Aufgabe abgeschlossen, 20 XP, 20 Gold. Kehrt bitte jederzeit zuerst mal Isaac. Jetzt zuerst mal Isaac zurück. So. Schon bald sollt ihr bereit sein, um auf den Feind losgelassen zu werden. Na aber hallo, das ist Musik in meinen Ohren. Und aktualisiert. Na, dann gehen wir mal wieder zu dem Mr. Isaac. Ach ja, aber die Musik hier ist, die hat schon irgendwie so was Schönes und Friedliches. Hm. Wer seid ihr denn? Was geht jetzt hier vor? Wer seid ihr alle? Lady Ginevra, ich bin sehr glücklich, dass wir nun alle gemeinsam
ein über mein Ziel nacheifern. Dieses hier ist die Vertreibung und das Bezwingen der eingefallenen Dämonen des Planeten Icryon. Wir alle, die hier anwesend sind, eifern nur diesem Ziel hinterher. Klin. Es ist alles gut, meine Herrin. Wenn ihr euch bitte, Lady Ginevra, alle eine vorstellen würdet. In Ordnung, dann mache ich den Anfang. Dämonen, mein Name ist Maya und ich bin eine Feuermagierin und heimisch im Lande von KWH. Als Abgesandte dieses Landes strebe ich den dortigen Frieden an. Ich wache über dieses Land und halte die elementarische Gegebenheit dort im Auge. Euer Bruder Ignita ist dort in den Pylon der Flamme eingedrungen und verdirbt diesen von innen heraus. Wir müssen ihn dort bekämpfen und das Land vor weiterem Unheil bewahren. Danke, Maya. Ich finde, es ist totaler Schwachsinn, dass wir uns mit diesen Dämonen zusammentun. Habt ihr etwas gesagt, Mensch? Wie dem auch sei, mein Name lautet Randolph und genau wie ihr bin ich ein Meister der Schatten. Ich führe und beherrsche die dunklen Magien und Energien und wache über Belgun. Das Gebirge von Belgun ist ein malerisches Land von Wäldern, Gebirgen und Flüssen. Es ist meine Heimat und beherbergt das Element des Windes, welches von Verel verunreinigt wurde. Dieser Dämon hat es ebenso gewagt, das heimische Koboldvolk der Agnar zu verderben. Diese waren uns immer freundlich gesinnt, aber die dämonische Präsenz hat sie in den Wahn getrieben. Das Land muss wieder zur Ruhe kommen und das Element des Windes gereinigt werden. Und dafür bin ich da. Und ich finde es nicht notwendig, mich auf euch als Hilfe berufen zu müssen. Oh, ich sehe schon, wir werden gute Freunde. Werte Lady Ginevra, mein Name lautet Cecile. Ich bin der Abgesandte der Wüste von Zassa. Mir ist es eine Ehre. Eine Ehre? Macht euch nicht lächerlich. Eure Dämonin von Klin hat mir bereits alles über eure herausragenden Fähigkeiten erzählt. Ich freue mich schon auf unsere Zusammenarbeit mit euch als helfende Hand in diesem Anliegen. Wenn hier jemand wem anders hilft, dann seid ihr Menschen, dass die mir helfen, verstanden? Wie auch immer, hört mich an. Ich bin der Abgesandte von Zaza. Moment. Zaza. So. Und wache somit auch über den Pylon der Tiefen. Dieser beherbergt das Element der Erde und wird durch euren Bruder Brock verdorben. Nicht nur die Dämonen sind uns ein Dorn im Auge, sondern noch ein anderer alter Feind dieses Landes. Eine schreckliche Hexe treibt mit ihren Untoten das Land seit Jahrzehnten in den Wahn. Diesen beiden Bedrohungen gilt es, Einhalt zu gebieten. Aber mit euch schaffen wir das, Lady Ginevra. Na, wenn ihr das meint, Mensch. Mein Name ist Elaine, Lady Ginevra. Ich muss euch ebenfalls um eure Hilfe bitten. Alle wollen sie etwas von mir. Ist heute hier Ausverkauf oder was? Ich bin eine Blauelfe und heimisch in den Azurmaschen. Dort ist das Element des Wassers heimisch und wir kämpfen dort ebenfalls gegen die Verunreinigung. Eure Schwester Giselle verdirbt den Pylonen der Gezeiten und wir müssen sie aufhalten. Meine verdorbenen Brüder und Schwestern hat sie ebenfalls in ihrer Gewalt. Dieses friedliche, schimmernde Land zerläuft nun in einem tiefen Verderbnis und dies macht mich traurig. Lady Ginevra, diese Wesen sind die Abgesandten der verunreinigten Länder. Wir müssen diese Länder vor ihrer Verderbnis befreien und somit eure Geschwister aufhalten. Lasst uns bitte allein, Abgesandte. Erwartet weitere Fehler an euren Kristallen. Einverstanden, Erzmagier. Dämonin, hört mir zu. Jeder dieser vier Abgesandten besitzt einen eigenen Kristallraum. Mit diesen Kristallen ist es ihnen und euch möglich, in die vier verschiedenen Gebiete zu reisen. Worum ich euch bitten muss, ist, euch für eines der vier Gebiete zu entscheiden. Wir müssen all diese Länder reinigen und ihr müsst wählen, wen ihr zuerst unterstützen wollt. Geht in die jeweilige Räumlichkeit und sprecht mit den Wächtern, um in ihre Gebiete reisen zu können. Habt ihr verstanden, was ich damit meine? Ja, habe ich, Mensch. Ausgezeichnet. Aufgabe geschossen, 20 XP und 20 Gold. Luca, Klin,
Ihr könnt ebenfalls wieder in eure Räumlichkeiten zurückkehren. Zu Befehl, Erzmagier. In Ordnung. Ich mache mich auf den Weg in das Herz der Verderbnis und begebe mich nach Yelara selbst. Wenn ihr alle vier Pylonen befreit habt, treffen wir. Oh, das sind wir zu viel. Uns dort wieder, Dämonen. Möget ihr erfolgreich auf eurem Wege sein. Aufgabe der Yelara entfernt. Oh. Das ist ja interessant. Entscheidet euch für ein Elementargebiet und sprecht mit dem jeweiligen Wächter, um dort zu reisen. Okay, mache ich auf jeden Fall. Ja, von dem man jetzt zuerst. Ich würde ja tatsächlich sagen, ich nehme mal hier unten, können wir immer noch nicht. Ach so, ja doch, klar. Ja, dann ist das, da das egal ist, dann nehme ich einfach das. Fange ich unten links an quasi. Naja, ihr seid alle gesichtslos, ihr sagt immer das gleiche. Ihr seht alle gleich aus. Langweilig. So, seid gegrüßt, Lady Ginevra. Ich, Elaine, bin die Abgesandte der Blauelfen und beheimatet in den Azurmaschen. Durch die Aktivierung des Kristalls hinter mir sind wir in der Lage, in dieses Land zu reisen. Dort müssen wir eurer Schwester Giselle das Handwerk legen, die das dortige Element verdirbt. Zusätzlich müssen wir dem Schlangenvolk der Nishi Einhalt gebieten. Seid ihr bereit für eure Mission? Soll ich das Portal nach... Oh nein. In Luna öffnen. Boah, nee, ich weiß nicht, wie man das sowas aussprechen soll. ja, komm. Ich denke, wenn man so ganz zart ne, mit Wasser anfängt, dann ist das doch ganz schön. Weil noch nicht direkt hier irgendwie ein Vulkan oder so. Ich denke, das ist ein guter Beginn mit den Azurmaschen-Dingsbums da. Das ist die Antwort, die ich mir gewünscht habe. So, lasst uns gehen, Lady Ginevra. Damit wäre das Portal in die Azurmaschen für euch geöffnet, Lady Ginevra. Ich werde mich nun auf den Weg machen und erwarte euch in Kürze auch dort. Reist mit Hilfe des Zentralkristalls im Kastell in die Azurmaschen und so beginnt eure Mission dort. Auf bald! Azurmaschen erhalten und aktualisiert. So, mal gucken, ob da jetzt was steht. Ja, jetzt steht wieder was. Also nicht der Zentralkristall nach. Das, was da steht, und sprich doch mit Elaine. Okay, alles klar. Achso, natürlich. Ich finde es aber interessant, dass anscheinend so. Ja, so die Map so verschiedene Töne haben. Zum Beispiel, die Dämonenwelt hatte so einen lila Ton, ne? Dieser Mittelraum hat einen gelben Ton und je nachdem, wo wir sind, zum Beispiel bei ihr da gerade in der Raum, das war halt so ein Blauton, ne? Und ja, jetzt haben wir so einen orangenen Ton. Farbton, das finde ich ziemlich interessant. Ich spreche trotzdem mal noch mit den anderen. Achso, ja gut. Dann geht das für die Seele wahrscheinlich auch gut. Dann hat sich das erledigt. Ja, dann gehen wir einfach direkt zum mittleren Kristall, würde ich sagen. Nach in Luna teleportieren. Doch, ja klar. Herzlich willkommen in den Azurmaschen und dem Hafen von Luna. Einen Moment mal. Träume ich gerade? Was ist dies für ein seltsamer Ort? Oh, ich meine aber, Moment. Boah, ich meine, die Musik hier ist verhältnismäßig doch ein bisschen lauter als die andere. Da müsste man da eventuell noch so ein bisschen runterschrauben, diese Musik hier. Dies ist das Elementargebiet des Wassers und beherbergt den Pylonen der Gezeiten. Hier in Luna wird unser Knotenpunkt für unser weiteres Vorgehen sein.
ich kriege kaum Luft hier. Ja, ich kriege auch kaum Luft, wenn ich diesen komischen Namen aussprechen muss. Kann es sein, dass diese seltsamen Pilze dafür verantwortlich sind? In der Tat hatte dieses Land so einige Geheimnisse, die ihr entdecken könnt. Unsere oberste Priorität wird es sein, eurer Schwester Giselle das Handwerk zu legen. Zudem sitzen uns die Nishi im Nacken. Was für Dinger? Nishi? Ich dachte erst, ihr hättet Genossen. Die Nishi sind ein Schlangenvolk, welche hier an den Marschen heimisch sind. Sie wurden zum Teil von den Dämonen verdorben oder rekrutiert und sind nun unsere Feinde. Bitte, Lady Ginevra, ich würde euch bitten, mir in die offenen Marschen zu folgen. Diese erreicht ihr durch den südlichen Ausgang hier in der Ortschaft. Gut, von mir aus. Ich würde euch raten, noch die hiesigen Händler aufzusuchen. Sicherlich könnt ihr hier noch so manche Tränke gebrauchen. Trefft mich anschließend im Eingang der Marsch. Jetzt tauscht schon ab, komische Elfe. Ich komme ja auch ohne euch zurecht. Sehr gut, also bis gleich. Ja, jetzt komm, jetzt geh, Mann. Wenn ich den ganzen Tag sehen soll, das. Ausrüstung, Tränke und dann auf geht's. Je schneller ich bin, desto schneller kann ich meine Schwester in einen Besuch abstatten. Und abgeschlossen, jawohl, ja. Und aktualisiert, jawohl, ja. Was hast du denn zu sagen? Ah ja, okay. Okay. Moment mal. Das ist ja interessant. Wenn ich ihn manchmal anklicke mit Enter, sagt er nichts. Und manchmal sagt er ja auch nichts, aber dann ist halt zumindest leere Textbox zu sehen. Das ist irgendwie sehr seltsam. Bei dem genau dasselbe. Manchmal drücke ich eine, passiert gar nichts. Und manchmal kommt nur die leere Textbox. Das musst du mir auch mal einer erklären. Oh, aber sehr interessantes Mapping. Vor allem das mit diesen komischen ja, Pilzen hier. Das sieht mal wirklich schick aus. Ja, also. Hat schon was. Okay, die scheinen ja alle stumm zu sein, ne? Das Einzige, was jetzt mir. Ja, was er mir quasi vors Gesicht halten, ist eine leere Textbox. Okay, das ist cool gemacht, dass man die Leute hier so reden hört. Aber sie wollen wohl nicht mit mir reden. Ah doch. Seit dem Untergang von Azuris durch Wächterin Hydria ist dieses Land noch mehr verändert. Bevor die Bedrohung aus dem Weltraum dieses Latein suchte, war dies blühende Felder. Seit diese Dämonen in unsere Welt eingefallen sind, sehen wir der Zukunft nicht gut entgegen. Auch wenn ihr das Abzeichen Yelaras tragt, müssen wir dennoch realistisch bleiben. Ich finde euer Volk sowohl unheimlich als auch interessant, Dämonen. Eine derartige Bedrohung ist unserer Welt seit hunderten Jahren nicht mehr widerfahren. Dämonen hin oder her, aber wir müssen in diesen dunklen Zeiten jede Hilfe annehmen. Nicht nur die Dämonen sind eine Bedrohung, auch die Nishis, die aus dem Ozean strömen. Bitte lasst mich zufrieden, Dämonen. Ich möchte die letzten Tage auf dieser Welt noch genießen, bevor wir alle vernichtet werden. Ich sehe der Zukunft nicht positiv entgegen. Nee, ich leider auch nicht. Verzieht euch, Dämonen. Ich möchte mit euch gleich nichts zu tun haben. Auch dieser Satz kommt mir tatsächlich bekannt vor. Der wurde mir in der letzten Zeit häufig gesagt. Naja, genaueres. Also, wer genaueres dazu wissen will, der kann sich dann ja gerne meinen Jahresrückblick anhören. Von diesem Jahr, da habe ich so einiges zu sagen. Kann ich euch etwas zum Speisen anbieten? Stellt außerhalb der Kämpfe 100%. Ich habe den Tipp hier wieder her. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Nehmen wir mal 2. Wird mal. Achso, außerhalb der Kämpfe. Achso, die Sinntränke sind nur für außerhalb. Naja, da war ja was. Stimmt. Ich glaube, davon soll ich auch mal 3 nehmen. Mindestens. Davon habe ich 3, alles klar. Davon soll ich mal 3 nehmen. Jetzt habe ich schon fast nichts mehr. Ja, klein lohnt sich eigentlich gar nicht so sehr, finde ich. Oh nein! Warte mal. Wo ich da in die Höhle kam, wurde mir quasi das ganze nutzlose Zeug dann sozusagen aus dem Inventar entrissen.
Das heißt, ich kann dieses Nutzungszeug gar nicht mehr verkaufen. Ich ja doch mal. Ah, nein. Es tut so weh. Oh. Ja. Oh je. Das ist nicht gut. Da geht's nicht rein. Da geht's auch nicht rein. Oh, da geht's auch nicht rein. Aber hier geht's rein. Hier bekommt ihr sehr gute Ausrüstung, um in diesem Marsch zu bestehen. Investiert euer Geld weise und eure Feinde werden kein Problem für euch. Ach so, scheiße, zu spät. Ich bin schon fast pleite. Wenn ihr an eurem Leben hängt, dann solltet ihr hier keinen Unfug machen, Dämonen. Wir mögen zwar offen sein für alle Fremden, aber zögern auch nicht, euch ein Ende zu richten. Na, jetzt bin ich aber auf der Hut. Ja, das sollte ich aber auch sein, ne? Weil, ich bin fast pleite und kann mir deswegen keine gute Rüstung kaufen. Seid in Luna willkommen. Was kann ich euch an Ausrüstung anbieten? Oh nein. Ich hab's befürchtet. Oh Gott. Ja, das wird ja ein Spaß, mit suboptimaler Rüstung da in den Kampf zu ziehen. Naja, aber ich liebe doch die Herausforderung, nicht wahr? Hehe. Ja, nicht wahr. Ja, toll. Das hab ich jetzt ganz toll hinbekommen. Warte mal. Warum? Um alles in der Welt. Jetzt muss ich mal gucken. Kann ich nicht Questlog verkaufen? Das kann doch bestimmt viel Geld. Ja, nee, das wäre Quatsch. Jetzt muss ich mal gucken. Haube des Mahlstroms. Initiative, HRS, Def. Okay, das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. Wobei Def ist eigentlich immer wichtig, ne? Aber ich glaube, Stärke wird da nirgendwo, ne? Irgendwie erhöht. Sind die HP übersichtlich? Ja, gut. Ne, okay, ja. Ja. Das heißt, mir fehlt dann quasi wirklich, ja. Quasi eine Haube, ein Mantel und ein Handschutz. Das wird lustig. Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Was genau wäre dann jetzt von Vorteil? Des Mahlstroms, der Untiefen? Ist das nicht alles dasselbe? Initiative HRS, Def? Ah ne, WDB, aber ich weiß nicht, was WDB ist. Def ist Verteidigung, Int ist, glaube ich, Intelligenz oder... Ja doch, müsste Intelligenz sein. Aber WGB, das... WD... Ja, VDB, so... keine Ahnung. Ja. Sollte da vielleicht dann als Ganzes vorstehen oder zumindest sollte man den Spieler dann irgendwie ja auch nochmal Bescheid geben, wofür die ganzen Abkürzungen stehen. Ja, das wird lustig, ne? Würde ich mal sagen. Da ist nichts, da ist nur schönes Mapping zu bewundern. Ich finde das auch cool, dass er hier so einen hellblauen Ton hat. Weil es ja, wie gesagt, so eine Art Wasserwelt ist. Spielhalle, das hört sich interessant an. Herzlich willkommen bei Nallas und Lunas Spielhalle. Hier könnt ihr das Spiel Kugeljagd spielen. Ein Spiel kostet nur 10 Gold. Wollt ihr eine Runde wagen? Nein, kein Interesse. Wie lauten die Regeln? Ja, wie lauten die Regeln? Die Regeln sind ganz einfach. Ihr folgt meiner Schwester, Nala, in den Keller zum Spielraum. Dort geht ihr in das Zentrum des Spielfelds und sammelt die Lichtkugel ein. Dies ist in 3 Runden unterteilt mit je ansteigendem Schwierigkeitsgrad. Von den Seiten bewegen sich Wasserwellen durch den Raum, die euch nicht treffen sollen. Ihr dürft maximal 3-mal durch diese Schaden nehmen, ansonsten ist das Spiel vorbei. Das Spiel endet, wenn alle 60 Kugeln eingesammelt wurden. Sollte es euch gelingen, keinen Schaden zu erleiden, erwartet euch einen Bonuspreis. Nun, wie schaut es aus? Ja, aber was bekomme ich denn, wenn ich das Spiel gewinne, aber trotzdem Schaden erleide? Das würde mich auch noch interessieren. Ja, komm, erstmal habe ich kein Interesse. Aber cool, dass es hier auch schon mal sowas wie ein Minispiel gibt, ein zusätzliches. Okay, da kann ich nicht rein. Da nehme ich dann auch nicht, richtig. Aber jetzt kann ich hier nach unten gehen. Ich nehme an, da wartet sie gleich auf mich. Die Elfe. Ne, aber das Mapping ist schon echt schick. Und auch schon irgendwie besonders. Vor allem durch die Teilsets. Was zum?
Wo bin ich hier noch hineingeraten? Das frage ich mich auch gerade. Was ist das für ein merkwürdiger Ort? Die Luft ist drückend, es ist kalt und dazu noch dieser Starkregen hier. Ich bekomme kaum Luft hier in dem Land. Ich muss schauen, dass ich schnell meiner Rache nachkommen kann. Schließlich möchte ich meinen lieben Schwesterchen ihr einen Besuch abstatten. Oh, wer ist denn das? Wo seid ihr, Lady Ginevra? Oh, welche Überraschung. Lady Ginevra, ich möchte euch jemanden vorstellen. Das hier ist Prinzessin Talia, der Gelbschuppen. Sie wird uns in unseren Belangen hier in der Atommasche unterstützen. Was ist das für ein Ding? Diese Welt wird immer verrückter. Ich grüße euch, Lady Ginevra. Elaine hat mir bereits alles über euch erzählt. Oh, das bezweifle ich, dass sie euch alles über mich erzählt hat. Und nun, was wollt ihr von mir? Was ist das für ein seltsamer Ort? Dies sind die Azurmarschen, das Land von Hydria, der Wächterin der Gezeiten. Und die Heimat meines Volkes. Was seid ihr für komische Wesen hier? Ich bin eine Nishi. Wir sind die Gelbschuppen, welche die Belangen der Blauelfen teilen. Hier in den Azurmarschen und in den Ruinen unseres einzigen Reiches Azuri sind wir heimisch. Ihr sind euch freundlich gesinnt, Dämonen. Ihr wollt mich doch verarschen. Wie meint ihr das? Die Elfe hat selbst gesagt, diese Nishis wären unsere Feinde und nun seid ihr mit ihr verbündet? Entscheidet euch mal. Lady Gin, sie hat recht, Prinzessin. Ich habe ihr gesagt, dass die Nishi unsere Feinde seien, aber ich konnte ihr noch nicht alles erzählen. Es wäre zu viel Information für sie gewesen. Lady Ginevra, im Grunde habt ihr recht. Ich habe es euch erzählt und im Grunde entspricht dies auch der Wahrheit. Die Nishi bzw. das, was von ihnen noch übrig ist, unterscheidet man in zwei Untergruppen. Das wären zum einen die hier anwesenden Gelbschuppen angeführt von Prinzessin Talia und die sogenannten Zornklingen angeführt von Talias Schwester Prinzessin Kiseria. Diese Zornklingen gilt es zu überwältigen. So langsam kommt etwas Licht ins Dunkel. Und wie sieht die Vorgehensweise hier nun aus? Das Ziel in der Zumaschen ist der Pylon der Gezeiten, wo ihre Schwester Giselle lauert. Doch unser erstes großes Ziel ist der jilarische Durchbruch hier in den Azurmarschen. Die Azurmarschen liegen westlich der Hauptstadt der Menschen. Und dort strömen massig Dämonen hier in das Land, verderben es von innen heraus. Damit uns diese Dämonen nicht im Nacken sitzen, gilt es, einen Durchgang zur Hauptstadt zu schießen. Das wäre durchaus sinnvoll. Der Durchbruch liegt ganz im Osten dieses Landes und meine Männer und ich machen uns dorthin auf. Ihr werdet euch mit Prinzessin Talia hier um die Bedrohung dieses Landes bemühen. Dies sollte euch eine Gelegenheit geben, ein wenig mit ihr ins Gespräch zu kommen. Befreundet mit einer Schlange, das habe ich mir schon immer gewünscht. Seid nicht so respektlos, Dämonen. Ist schon in Ordnung, Elaine. Verschwindet schon und sorgt dafür, dass wir später den Durchbruch erreichen können. Gehabt euch wohl und passt auf euch alle auf. Wir kommen schon zurecht. Das gilt auch für euch, Lady Ginevra. Bla bla bla, verschwindet schon. Kommt, Männer. Wir schaffen den Zugang zum Durchbruch für unsere Gefährten. Dann lasst mal hören, wie ihr euch das mit mir vorstellt, Schlange. Lady Ginevra. Hier neben uns befindet sich das Nest der Giftweber-Spinnen. Diese Arthropoden leben tief im Untergrund unter den Azurmarschen. Seit dem Einfall der Dämonen vor mehreren Monaten sind sie zurück in ihre Bäche gekehrt. Es scheint so, als hätte sie etwas aus dem Untergrund nach oben getrieben. Ein dunkles Flüstern zieht durch dieses Land und wir müssen jede Bedrohung hier beseitigen. Und diese Viecher gehören dazu. Das Problem ist, dass wir uns ihnen nicht annehmen können. Das Gift der Arthropoden ist mehrfach tödlicher für uns Nishi als für euch oder die Blauelfen. Ich muss euch daher eingehend mit diesem Bestien zu dezimieren, Lady Ginevra.
Spinnenzermatsch dürfte für mich keine allzu große Herausforderung sein. Nee, also denn ich bin sehr schlecht ausgerüstet. Unterschätze nicht Dämonen. Die sind schnell, giftig und tödlich. Oh, ist ja lustig. Töte mindestens 10 dieser Bisschen, vernichtet dort 10 derer Kokons. Das sollte sie ein wenig zurückschrecken. Das kriege ich hin. Anschließend weihe ich euch in die Geheimnisse der Nishi und der Azurmarschen ein. Abgeschlossen 2 XP und 20 Gold. Können wir uns halt trotzdem noch nichts leisten. Warum haben die sich jetzt noch da gedreht? Okay, die sind alle stumm. Wenn ihr euer Planet habt, dann geht's wieder zurück. Ja, okay. Alles klärchen. Gut, dann machen wir das, aber eben erst im nächsten Part. So, und bis es soweit ist, würde ich wie immer sagen, macht's gut, euer Bärenbruder.